Seid mir gegrüßt, meine lieben Zuschauer, Abonnenten und auch alle Neuen. Hier ist wieder Mega88.1000 und wie ihr es euch bereits vom Unboxing-Video denken konntet und über die Intro hier jetzt seht, folgt nun eine ausführlichere Review über eine meiner beiden gekauften Bandai Anime Heroes Digimon Action Figuren. Als erstes habe ich mir hier schwer erkennen können, Anime Heroes Wargreymon ausgesucht, euch vorzustellen, weil ich diese aktuelle Anime Heroes Wargreymon Actionfigur zur Zeit, als ich das Drehbuch schrieb und das Rückblick-Review-Video über Bandai Tamashii's Nations, die Arts Wargreymon Collectors Actionfigur aufnahm, diese neueste Actionfigur von Wargreymon nach der neueren Figurize Standard Anime Design Wargreymon Model Kit Figur noch gar nicht auf dem Schirm hatte und wie gut oder schlecht sie im Vergleich zu diesen und den beiden damaligen Bandai Tamashi D-Arts Wargreymon Figuren und auch SH Figuarts Wargreymon Bakura no Wargame Version als Figur sein wird und so weiter. Und für die ersten Rückblickvideos hatte ich auch keine der neuesten Anime Heroes Digimon Action Figuren. Also ich hatte die, zur Zeit des Drehs hatte ich keine dieser Anime Heroes Digimon. Ehrlich gesagt hatte ich eigentlich auch nur sehr geringe Erwartungen von den ersten Bildern an diese. Und ja, es gilt auch gleichzeitig für alle Anime Heroes Digimon Actionfiguren dieser Serie. Aber all das werden wir jetzt mit diesem Video für Wargreymon aufarbeiten, nochmals Vergleiche ziehen. Ja, ihr kennt es. Beginnen tun wir hier aber erstmal und endlich mit der Charakter-Bio für Wargreymon im Allgemeinen, die ich euch bereits in der Rückblick-Review über Tamashii's Die Hearts Wargreymon Original Designers Edition Repaint versprochen hatte, aber wieder verwarf, dort mit einzubauen, da das Video ohnehin auch schon zu lang geworden ist. Deshalb kommt jetzt Wargreymons Character Bio und das zum ersten Mal für Wargreymon. Und zu diesem Zeitpunkt, als ich dieses Video hier aufnehme, weiß ich auch nicht, ob ich euch die Rückblick-Review schon über die Original Designers Edition überhaupt schon, ja, ob ich die überhaupt schon veröffentlicht hatte. Aber ihr werdet das wissen. Ja, Character Bio. Der stärkste Drachenkrieger, dessen Körper in eine Rüstung aus dem Supermetall Chrome Digizoid gehüllt ist. Wargreymon ist die ultimative Form der Digimon, der Greymon-Spezies, obwohl er sich von der gigantischen Gestalt der Greymon-Digimon unterscheidet und die Form eines viel kleineren Menschentyps hat, kann er dadurch seine Geschwindigkeit und Kraft schnell verbessern und es ist nahezu unmöglich, ihn mit den Angriffen eines perfekten Digimons zu besiegen. Es heißt, dass sich ein wahrer Held unter den erfahrenen Kriegern in dem Moment, in dem er sich seiner eigenen Mission bewusst wird, zu Wargreymon entwickelt. Die Drummon Killers, die an beiden Armen angebracht sind, zeigen enorme Macht gegen Drummon-Typ Digimon, also Drachen-Typ Digimon, und sind gleichzeitig zweischneidige Schwerter, die das eigene Leben einem großen Risiko aussetzen. Er kann die Drummon-Killers auch einzeln auf den Gegner schießen bzw. werfen, genannt wird der Angriff laut Wikimon Tate no Rocket. Wenn sich die auf seinen Rücken angebrachten Flügelschilde zu einem einzigen Verein werden sie zum Brave Shield. Sein Schild mit der einem Schild mit der stärksten Zähigkeit. Er kann sein Brave Shield auch als Schild benutzen. Aber seine wohl durchschlagendste Spezialangriffstechnik besteht darin, die gesamte Energie in der Atmosphäre zu sammeln, sie an einen Punkt zu konzentrieren und sie dann als extrem dichten Energieschuss mit hoher Temperatur abzufeuern. Wir kennen es als Gaia Force, beziehungsweise für uns Planetenkraft. Ja, und Son Gokus Genki-Dama-Technik
Technik lässt hier schön grüßen. Ja, darüber hinaus verfügt Wargreymon über die Angriffstechnik Great Tornado, bei dem es die Drummond Killers an beiden Armen über seinen Kopf vereint, auf den Feind zustürmt und sich dabei immens schnell dreht und ihn damit durchbohrt. Metall-Sidramon sollte davon immer noch Albträume im Jenseits haben. Ja, ihr kennt es aus dem Anime. Und natürlich ist Wargreymon in den Digimon Adventure Animes Taichi Yagamis Digimon Partner Agumon auf Perfect Level, beziehungsweise für uns Mega Level. Nein, eigentlich Ultimate. In Japan Ultimate, für uns Mega Level. Und Perfect ist Ultra. Habe ich einen kleinen Fehler hier gemacht. Ja, und anzumerken wäre noch, dass das mit der erwähnten kleineren Greymon-Speziesform nur auf den Original-Adventure-Anime Wargreymon zutrifft, denn in der Digimon Adventure 2020 Reboot-Anime-Serie hat auch Wargreymon hingegen eine immens übertriebene Größe und ist ungefähr so groß wie Reboot-Adventure Metall-Greymon, falls einige von euch neuen nur den kennen. Im Original war Wargreymon aber viel kleiner, was auch sehr viel Sinn zur erwähnten verbesserten Schnelligkeit, Wendigkeit macht. Wollte es nur mit erwähnen. Wir beginnen die Review über Anime Heroes Wargreymon wie gewohnt mit einer Drehung und Close-Ups. Dazu werde ich die Box jetzt mal wegräumen. Wir machen wie immer ein besseres Setting. Um das Ganze hier besser ins Bild zu bekommen. Ja. Das ist Anime Heroes Wargreymon. Schaut euch den Sculpt an, schaut euch Farbgestaltung an, die ganzen Details. Aber ich habe hier wieder genug vorbereitet. Um diese Figur angemessen zu beurteilen und Vergleiche zu ziehen, wie es sich mit so einer neuartigen Actionfigur von Wargreymon von heute verhält gegenüber alter Figuren. Er ist übrigens von, steht das hier irgendwo, 2022. Ja. Also von heute gesehen, wenn ich das Video aufnehme, von folgendem Jahr. Ja, ich habe ihn aber auch erst dieses Jahr gekauft. Ich weiß nicht, ob ich das alles mit eingebaut habe. Ich wollte es im Voraus mal noch erwähnen, dass ihr ein Datum habt. Ja, mein erster Punkt für die Review sind Umsetzung, herausgearbeitete Details oder Sculpt-Proportionen. Die Figurized Standard Amplified Wargreymon Model Kit Figur beziehungsweise ihr spezielleres abweichendes Design lassen wir aber für den Vergleich hier raus, weil die eben dieses spezielle Amplified Design hat. Ja, ich denke, ihr habt schon die Aufbauvideos gesehen. Ja. Und die lassen wir eben hier raus, weil Amplified Design hat und dadurch anders und nicht vergleichbar mit den normalen Wargreymon Figuren ist und dessen Design nicht entspricht. Deshalb lassen wir den hier raus. Ja, wie bereits in der Intro erwähnt, hatte ich an eine einfachere 20-25 Euro Bandai America
Digimon-Actionfigur von heute, weil ich denke, die ist eher Bandai America entsprungen. Ja, keine hohen Erwartungen. Doch noch anschauen einer Review über alle drei bis jetzt veröffentlichten Anime Heroes Digimon, dachte ich so, naja, sind ja doch schon etwas besser als gedacht. Und falls ich sie zufällig im Laden sehen sollte, dann nehme ich sie vielleicht mit. Aber extra online irgendwo bestellen wollte ich sie nicht. So kam es dann auch, ich sah sie in einem lokalen Smith Toys, kaufte aber nur Rock Raymond und Bilsemon, weil dieser Anime Heroes Omegamon auf keinen Fall hier seht ihr ihn, ja. Ja, der kann auf keinen Fall und bei weitem nicht Bandai Tamashis neuesten SH-Figure Omegamon Premium Color Edition das Wasser reichen. Was irgendwie auch bei dem Preis logisch ist. Aber ich wollte es nur mit erwähnt haben. Und natürlich auch gegen alle anderen. Tamashi Omegamon kackt der natürlich ab. Ja, es ist halt und bleibt eine einfachere Actionfigur von heute. Wir sehen uns das für Warcraemon genauer an. Anime Heroes Warcraemon ist vom Sculpt und den modellierten Details gesehen auf heutigem Niveau bzw. auf Niveau der aktuellsten, aber einfacheren 20 Euro Warcraemon. Einer einfacheren 20 Euro Warcraemon Actionfigur. Es ist soweit alles an Anime Heroes Warcraemon vom Sculpt her vorhanden und sagen wir mal so dafür, was die Figur sein soll und ist, ja, ist doch ganz okay. Und er ist natürlich viel besser vom Sculpt als die damalige kleine 5 cm Warcraemon Action Feature Figur dieser damaligen Actionfigurenserie. Er hat auch einen Custom Paint Job von mir bekommen. Der war fast komplett so hässlich gelb, wie die Füße hier unten dran noch sind, die Fußsohlen. Das Orange war so gelb, das Gold seiner Rüstung war so gelb. Ja. Also er sieht im Original schlechter aus und auch so blass gelb eigentlich wie Anime Heroes Warcraemon. Ja, also definitiv besser als das, das kann man schon mal festhalten, aber wenn ihr ein mehr ausdrückliches Anime-Design, Toei-Design von früher haben wollt, ist, denke ich, die neuere Figurized Standard Anime-Design Warcraemon Model Kit Figur die beste Wahl. Oder halt auch zum Teil der damalig 2016er Bandai Tamashi SH Figure Arts Warcraemon Bakura no Wargame Version. Weil da ja das exakte Filmdesign repräsentieren soll. Tut's nicht ganz, aber vom Sculpt her bis auf den Kopf. Ja, ist auch schon auch nicht so schlecht gewesen. Denn diesen früheren Anime Toei-Style verkörpert die Anime Heroes Warcraemon Actionfigur eher weniger. Denn in dieser Review, die ich schaute, über diese drei Anime Heroes Digimon, sagte der gute Mann, der sie vorstellte, dass Anime Heroes Warcraemon vom Sculpt und Proportionen her gesehen dem neuen Warcraemon Design im Digimon Adventure 2020 Reboot Anime entsprechen würde. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber wir nehmen das jetzt mal an, denn warum sollte er das dann so sagen? Na? Damit habt ihr die Herkunft für Anime Heroes Warcraemon Sculpt
Und ich finde außerdem, dass Anime Heroes War Greymon in einigen Details und von der Base-Figur her etwas an den Sculpt der alten D-Real bzw. Digi-Warrior Figur, dieser alten War Greymon, der besten alten Action-Figur von War Greymon entspricht. Das ist der Digi-Warrior, der sieht aber nicht mehr ganz so toll aus. Deshalb zeige ich euch lieber den japanischen im Vergleich, die original japanische D-Real Version. Ja, und vom Sculpt her finde ich, kann man gewisse Gemeinsamkeiten erkennen. Für die Base-Figur. Nicht falsch verstehen. Für die Base-Figur. Vielleicht irre ich mich auch total. Ja. Natürlich ist Anime Heroes War Greymon Sculpt nun etwas besser und auf aktuellerem Niveau als bei der alten D-Real Action Figur von damals oder den Digi Warrior. Ja. Wobei das Sculpt der alten D-Real bzw. Digi Warrior Action Figur auch schon für damalige Verhältnisse sehr gut war. Das muss ich immer wieder mit betonen. Auch die Proportionen der einzelnen Körperteile, Panzerungsteile sind sehr gut zueinander beim Anime Heroes War Greymon. Das einzige, was da im Verhältnis nicht so gut passt, ist Größenverhältnis von Kopf zu Rest. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Finde ich, sieht bei dem sogar besser aus. Aber wir kommen, denke ich, noch dazu. Ja. Also wie gesagt, das Verhältnis, Größenverhältnis von Kopf zu Rest des Körpers, der Körper ist sehr bullig, das passt halt nicht, aber der Kopf ist im Vergleich zum bulligen Körper etwas zu klein proportioniert, wie ich finde. Vielleicht liegt das aber auch am Reboot-Anime-Vorbild. Außerdem sind die zusätzlichen Panzerplatten mit den abstehenden Details, um ein Scharniergelenk für die Schulterpanzerung zu haben. Ja, soweit. Diese zusätzlichen Panzerplatten, die sind so hoch, dass es so aussieht, als hätte War Greymon überhaupt gar keinen richtigen Hals. Von der Seite gesehen sieht es aus, als wäre der Kopf gleich auf dem Körper drauf, ohne Hals. Ja, das ist etwas ungünstig mit diesen hohen Panzerungsplatten, um hier dieses Scharniergelenk zu haben. Ein bisschen unglücklich konzipiert. Und machen den Oberkörper allgemein an dieser Stelle etwas höher, als er sein müsste. Somit ist es sehr ungünstig und wie gesagt, es wirkt halt wirklich so, als hätte War Greymon einen zu kurzen Hals modelliert. Obwohl er eigentlich genug und angemessen Hals zum Kopf proportioniert hat, denkt man sich diese speziellen Erhöhungsdetails weg. Ja? Aber so wirkt es halt etwas komisch, ist halt ein ungünstiger Style mit diesen extra Erhöhungsdetails und es gibt den Eindruck, als hätte er einen zu kurzen Hals. Ja, obwohl das eigentlich nicht stimmt. Wie gesagt, dieses ungünstige Design lässt den Kopf dadurch noch kleiner zum Rest des Körpers wirken. Wir schauen uns das nochmal an. Ihr seht, er hat eigentlich genug Hals. Aber wenn man es von der Seite sieht, durch diese hohen Panzerungsplatten, die da eigentlich nicht sein sollten, extra noch, zu hoch, sieht es von der Seite aus, als hätte er kaum bis gar keinen Hals. Ja, aber der Rest vom Sculpt für so eine 20-Euro-Figur, ja, ist richtig gut und hat mich tatsächlich überrascht. Natürlich ist es aufgrund, dass es eine eher Spielzeugfigur für Kinder ist, kein spitzer, scharfkantiger Sculpt, sondern natürlich ein abgerundeter Sculpt für eigentlich spitzere Details, ist halt keine Collectors Tamashii Digimon Figur, er ist, was er ist und was er sein soll.
Was ich sehr positiv finde, ist, dass er für so eine eher einfachere Actionfigur und vor allem zum ersten Mal für eine bewegliche Figur von Wargreymon die Hände und Daumen so modelliert bekommen hat, wie es eigentlich auch richtig und akkurat ist. Nämlich, dass seine Hände komplett in den Drummond Killers stecken und verdeckt sind und nur die Daumen herausschauen, um die Drummond Killers zu greifen. Das meine ich. Der fasst da richtig rein. Ja, und dieser Style für so eine einfachere Figur ist ziemlich überraschend gut. Und das hatten noch keine der beiden Tamashii Wargreymon Collectors Action Figuren. Und nur die Figurize Standard Anime Design Model Kit Figur von Wargreymon. Beim D-Art sind es einfach die Fäuste. Ja. Hier ist es angedeutet beim Bakura no Wargame Version. Aber es ist auch mehr die Faust, er fasst mit dem Finger nicht, er greift mit dem Daumen nicht in das Detail vom Drummond Killer, wie es eigentlich richtig wäre. Das ist ziemlich gut, wie gesagt. Ja. Außerdem hat man die Muskeln an Arm und Bein gut herausgearbeitet. Die Ellenbogen und Kniegelenke haben eine zusätzliche, natürliche Modellierung, sehen dadurch weniger noch nur Gelenken aus. Ja. Hinten hat man einen Teil noch ranmodelliert, dass das mehr noch wie Ellbogen aussieht. Finde ich sehr gut für so eine einfachere Figur. Auch Haar und Füße haben eine recht gute natürliche Modellierung. Auch mit den Muskeln wieder. Und die Fußkrallen sind sogar gemasert für eine natürliche Wirkung. Vom Gesamtbild überraschend gut modelliert und detailliert. Das gab der Bandai Tamashii D-Arts Wargreymon und SH Figure-Arts Wargreymon Bakura no Wargame Version ist im Vergleich natürlich viel besser. Ne? Ist auch klar. Weil die halt diesen scharfkantigen Sculpt und Proportionen haben. Wegen Collectors Action Figuren. Wahrscheinlich trifft es auch auf den neueren Figurize Standard Anime Design Wargreymon Model Kit oder auf die Model Kit Figur zu. Allerdings sollte oder kann man diese verschiedenen Sculpts auch nicht so hart mit den Sculpts mit der alten. Hä? Nee, anders. Allerdings sollte oder kann man diese verschiedenen Sculpts auch nicht so hart mit den Sculpts mit denen von den aktuellen Anime Heroes oder Figurize Standard Wargreymon oder auch den von der alten D-Reaction-Figur vergleichen. Denn zu diesem Thema verschiedene Sculpts und Vorlagen muss ich auch für D-Arts Wargreymons Rückblick-Review und einiger gesagter Dinge in diesem Video hier nochmal was aktualisieren, berichtigen, wie ich das bereits in allen Rückblick-Reviews über und für die Repaints tat bzw. noch tun werde. Ja, wie gesagt, man kann diese Sculpts dieser verschiedenen Wargreymon-Figuren nicht miteinander vergleichen, da sie jeweils auf verschiedenen Vorlagen für Modellierung basieren. Das hatte ich aber auch für die meisten meiner Rückblick-Videos vorher nicht beachtet und somit falsch gesagt oder hatte meine eigenen Vermutungen eingebracht, anstatt auf die tatsächlichen Fakten zurückzugreifen. Ich sagte ja in den meisten dieser Rückblick-Videos, dass ich nicht genau weiß, welche Vorlagen ja, unter den D-Arts Wargreymon sollte jetzt mal mit zum Vergleich kommen. Ja, wie gesagt, wusste nicht genau, welche Vorlagen zur Erschaffung
der ersten jeweiligen Tamashii, die als Digimon-Figuren verwendet wurden. Ich sagte so viel, dass sie weniger der Darstellung im Anime noch Toeis von den Proportionen und Sculptern sprechen und eher Bandas Illustration. Das ist aber leider nur die halbe Wahrheit. Alle die Arts Digimon Sculpts entsprechen ausschließlich Gaming Model Vorlage. Vielleicht habt ihr euch schon gewundert, was ich da so sagte. Für diejenigen von euch, die das schon immer wussten. Kommen wir aber zurück zu Anime Heroes Wargreymon. Die Größe ist ca. etwas über 15,5 cm in dieser ungefähr normalen aufrecht stehenden Pose. Kommt natürlich auf die Pose an. Wie gesagt, etwas größer, aber viel bulliger als die alte Actionfigur. Und ja, ...14 cm, die Art Wargreymon. Alle drei hier im Vergleich. Ja, und dass der halt größer ist, ist ziemlich beachtlich für die neuere, einfache Actionfigur. Kommen wir zum nächsten Punkt. Farbgestaltung, Farbtöne, sind alle Paint-Apps vorhanden? Textur der Farben. Da kann Anime Heroes Wargreymon nicht viel punkten. Trotz, dass er die neueste Actionfigur vom Charakter Wargreymon ist, kann sie weder der alten 2001er DV-Actionfigur noch Tamashii D-Arts Wargreymon. Das ist hier ein Kommen und Gehen, um den Vergleich hier zu vollziehen. Und was hatte ich noch gesagt? Auch nicht Figuarts Wargreymon Bakura no Wargame Version. Oh Gott. Das wird richtig schwierig. So. So soll das gehen. Ja. Denke, damit seht ihr, was ich sagen möchte. Ja, wie gesagt. Anime Heroes Wargreymon kann weder der alten 2001er Wargreymon D-Reaction-Figur noch Tamashii D-Arts Wargreymon. Und auch nicht Figuarts Wargreymon, Cool and Wargame Version, in diesem Punkt ansatzweise das Wasser reichen. Und das will besonders, was im Vergleich zur alten D-Real Wargreymon Actionfigur was heißen. Und selbst unsere Digivora Version davon ist darin besser als Anime Heroes Wargreymon. Ich meine, das andere sind Tamashii Figuren. Die sind sowieso farbgestaltungsmäßig besser. Ich zeige euch aber jetzt noch meinen etwas ramponierten Digivora Wargreymon. Unsere Version vom D-Real Wargreymon, vom Sculpt her, ist doch gleich. Hat nur ein Stück Horn verloren. Also das hatte der Original auch. Aber die D-Reals hatten natürlich eine bessere Farbgestaltung. Ja. So, ich denke, mit diesem Vergleich können wir weiterarbeiten. Ja, warum ist er von der neuartigen Figur schlechter? Ja, das machen wir jetzt als Aufhänger. Ja, das ist dem zu verschulden, dass heutige Actionfiguren allgemein einfach aufgrund von immer geringerem Budget und um immer höheren Profit zu erzielen, eine viel schlechtere und billig aussehende Lackierung, Farbgestaltung bekommen als solche damaligen Actionfiguren. Das ist ein Punkt und diesen Fakt fallen auch die neuen Anime Heroes Digimon Actionfiguren zum Opfer. Ich denke, das macht dieser Vergleich mehr als offensichtlich und gerade die Bandai Japan und Asien D-Real Digimon Actionfiguren waren da hingegen richtig, richtig gut und sehr detailreich lackiert,
Also nur in Hinsicht auf Lackierung, Qualität der Farben im Vergleich mit den beiden hier wirkt die alte Tyrael, oder mit allen dreien, wirkt die alte Tyrael-Figur, die auch unsere Digi-Warrior-Version-Actionfigur, fast schon wie eine hochwertige, neuartige Collectors-Actionfigur mit fast schon glänzenden Metallic-Farben. Ja, und Anime Heroes Wargreymon wirkt als neue Actionfigur hingegen einfach nur richtig billig in der Farbgestaltung. Billig und blass, mit ausschließlich matten Farben, auch für alle metallischen Details seiner Panzerung. Ich denke, ich muss da jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Dieser Vergleich spricht einfach für sich und zeigt es mehr als eindeutig. Und da auch Diorz Wargreymon schlechter beim Farbgestaltungsvergleich bzw. Farbwahl für einige wenige Details in seinem Rückblickvideo im Vergleich mit dem alten Tyrael Wargreymon ist und bleibt Tyrael Wargreymon besser aus dieser Hinsicht. In den etwas komischen Farbtönen. Für bestimmte Details, diese lila-roten Details, die eigentlich blau sein sollten. Auch das komische Rot, ja. Allerdings wurde er mit der dann ziemlich akkuraten Farbwahl für Tamashii Diorz Wargreymon Original Designers Edition überholt. Und natürlich sind die Farben bei beiden Tamashii Diorz Wargreymon natürlich allgemein mehr metallic und qualitätsmäßig hochwertiger als bei der alten Tyrael Wargreymon Actionfigur. Und wir bringen mal noch die Original Designers Edition mit rein. Ich denke, der hatte dann eine ziemlich perfekte Lackierung im Gegensatz zu dem und ja, da kackt er natürlich auch wieder etwas ab. Es war aber auch eben eine Actionfigur für Kinder. Ja? Und wenn man das als Aufhänger macht, und das ist auch eine Actionfigur für Kinder, und wie die früher mal aussahen in Japan, auch teilweise bei uns, ist das nichts mehr wert, was Farbgestaltung angeht. Dagegen sieht die alte Tyrael Actionfigur und auch unser Digi-Warrior teilweise wirklich aus, fast wie so eine Collectors-Action-Figur. Na? Ich wollte das mal noch als Vergleich bringen. Ja. Und sogar die blasse Bakura in der Wargame-Version Figuarts Wargreymon Figur sieht von den Farben, trotz dass sie akkurat blass sind, besser und hochwertiger aus. Die Formfarben an ihm sind hochwertiger als bei Anime Heroes Wargreymon. Ja. Ja. Selbst die Formfarben der neueren Figurize Wargreymon Model Kit Figuren sehen hochwertiger aus, als was sie hier sich geleistet haben. Ich meine, es ist eine einfache Actionfigur, aber trotzdem. Das war damals auch eine Actionfigur für Kinder. Es ist, wie es ist. Ja, es wirft wirklich auf heutige Actionfiguren ein schlechtes Bild, wie die früher mal aussahen. Wir machen auch noch weiter damit. Ja. Im Fall, ich sag's nicht, wir hatten sogar Shading. Schattierte Haut, Leute. Ja, dagegen ist das wirklich nichts mehr wert. Auch wenn er vom Sculpt gut ist, aber farbgestaltungstechnisch. Ja, somit kann Anime Heroes Wargreymon dementsprechend mit keinen der bisherigen beweglichen Wargreymon-Figuren mithalten und ist in dieser Hinsicht die schlechteste Wargreymon-Figur. Aber zumindest ist er etwas besser und detailreicher von der Farbgestaltung im Vergleich der alten kleinen Action-Feature-Wargreymon-Figur.
Ja, und die noch kleinere Sammler-Action, die noch kleinere Sammlerfigur, diese diesen Sammlungen, ja, den kann man auch noch mit. Ja. Also dagegen ist er besser. Ich erwähne nochmal, das ist eine Custom-Lackierung bei dem. Er sieht auch so blass gelb aus. Hauptsächlich. Ja. Das ist aber auch die einzige Walkraiman-Figur, die Anime Heroes Walkraiman zu überholen vermag im Originalzustand. Obendrein fehlen einige Paint-Apps an Anime Heroes Walkraiman. Für die ganzen Schnallen der Lederriemen am Anime Heroes Walkraiman, die anderen fast alle hingegen haben. Er hat sogar lackierte Krallen. Handnägel. Krallen. Hier sind die Schnallen. Lackiert. Und haltet euch fest, das war sogar an unserer Digi Warrior Version so. Ich hatte es, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Schnallen sind lackiert. Die Handkrallen sind lackiert. Ja. Also. Haben wir auch wieder. Keine Punkte kann er da sammeln. Zumindest haben die Lederriemen schwarze Paint-Apps und der Druck des Wappensymbols des Mutes auf dem Brave Sheet ist ziemlich gut und ja, ist berücksichtigt worden, glücklicherweise. Skype der Schnallen ist und der Bänder ist der Lederriemen gut. Hier hätten wir den Druck des Wappensymbols des Mutes auf dem Brave Shield. Der ist ja sauber. Ja. Die Paint Apps für sichtbare Daumenkrallen fehlen auch wieder. Wo man die so schön modelliert hat. Aber die fehlen auch bei allen bisherigen Collectors Tamashii Walkraiman Figuren. Kann man vielleicht hier deshalb noch verschmerzen. Aber was ich richtig schwach finde, ist, dass die rote Paint-App für die Spikes seiner Schulterpanzerung einfach hinten weggelassen wurde. Die wurden nur vorn gemacht, die Paint-Apps hier. Ta-ta-ta-ta, hinten komplett weggelassen. Und das ist auch kein Fehler. Das ist absolute Sparmaßnahmen, was Färbung angeht. Absolut grottenschlecht. Ja, sehr schwach. Es fehlen auch alle Paint-Apps für die inneren Details der Drummond Killers. Ja, für den. Auch das haben die alten Actionfiguren gehabt. Auch unsere Version. Hier fehlt das komplett. Die Spange. Alles hässlich gelb-blass wie Rest der Rüstung. Ja. Die Paint-Apps für obere Details der Klingen ist alles einfarbig. Auch hier bei der alten Actionfigur ist das unterschiedlich abgesetzt. Ja. Was soll man dazu sagen? Hier sind die Klingen gleichfarbig. Ansonsten sind alle Paint-Apps durch die richtigen verschiedenen farbigen Formfarben Teile vorhanden, was wiederum sehr positiv ist. Aber wie gesagt, sind die Farben für die eigentlich goldgelbe, ja, Metallic-Rüstung und eisengraue Panzerung ein richtig billiges, helles, mattes Gelb, beziehungsweise hässliches, mattes Plastikgrau. Das eigentliche Eisengrau für Rüstung sieht, wie gesagt, bei den Figurize Model Kits hochwertiger aus und ist wenigstens Spritzguss Metallic dunkel silbergrau. Anime Heroes Walkraiman sieht hingegen billig aus. Und hier haben wir schon wieder fast Tamashii-Style bei der alten Actionfigur. Schönes, silber, glänzendes, fast schon in Metallic Gold für die Rüstung. Und Shading, Leute, Shading für
für die Haut. Wahnsinn, was man früher sich für Mühe gegeben hat. Es ist auch nur eine einfache Actionfigur für Kinder eigentlich. Auch hier die wunderschönen blauen Farben und wirklich, die Dewey, die hatten echt eine gute Farbgestaltung. Ja, also in der Farbgestaltung kann Anime Heroes War Crayon kaum punkten. Wie bereits erwähnt, würde ich sogar sagen, dass unsere alte Digi Warrior War Crayon Actionfiguren-Version vom original-japanischen Dewey besser aussieht. Wir hatten schon einige Details mal angeschaut jetzt. Ja. Als der neue Anime Heroes War Crayon, weil bei ihm nur die schwarzen Pinstripes im Vergleich zum D-Real fehlen. Das ist der einzigste Unterschied. Und vielleicht sind die Farben noch etwas qualitativer beim japanischen D-Real. Aber sonst waren die ersten Digi-Warrior-Figuren diesen japanischen Vorbildern ziemlich ähnlich. Auch der hat Shading, Leute. Shading für die Haut. Wie der Japaner. Man kann es nicht genug betonen. Ja, wo waren wir denn jetzt? Ja, und es sind trotzdem zumindest im Vergleich zum Devil fehlen die Pinstripes. Und es sind trotzdem zumindest auch die qualitativeren, mehr Metallic-Farben, ähnlich wie beim D-Real. Sieht schon etwas einfacher aus, wenn man die beiden im Vergleich direkt sieht. Aber sie nehmen sich nicht viel. Ich habe sie schon mal vorher erläutert. Und auch wenn er jetzt vielleicht denkt, naja, was will man von so einer 20-Euro- War Crayon-Figur auch in Hinsicht einer besseren Farbgestaltung mehr erwarten, sage ich, ja, das mag sein. Allerdings solltet ihr auch dabei unbedingt beachten, ich habe es ja schon ein paar Mal vorher gesagt, dass die original-japanische Devil Bilzebuman-Actionfigur damals in Japan, nicht Bilzebuman, War Crayon-Actionfigur damals in Japan wahrscheinlich auch einen ähnlich geringen oder auch noch geringeren Preis hatte, weil es ebenfalls eine Actionfigur für Kinder war und trotzdem war die Farbgestaltung und Farben von sehr hoher und mehr Qualität als hingegen das aktuelle Werk. Unsere Digi-Warrior-Figuren-Version dieser Serie wurden allgemein bei uns sogar für knapp 15 Euro rumverkauft. Ja, waren somit sogar billiger und trotzdem von den Farben besser, besonders die ersten, ja, wie Digi-Warrior War Crayon. Es wurde erst mit den Tamers Digi-Warrior schlechter und mehr Paint-Apps weggelassen. Ich hab's schon mal erwähnt, die Orangenhaut war sogar schattiert bei beiden. Ich weise nochmal vorsichtig darauf hin. Somit werden die aktuellen schlechteren Anime Heroes Digimon Action Figuren sogar noch etwas teurer verkauft. Ja, wir haben Inflation. Preise steigen. Von 2001 sind die Original in Japan. Kann man auch nicht vergleichen, aber trotzdem. Es ist halt einfach so. Die neuen Actionfiguren, obwohl sie viel schlechter heutzutage sind, was Farbgestaltung angeht, werden teurer verkauft. Man bekommt heute einfach immer weniger für viel mehr Geld als damals und das allgemein gesehen. Ich habe es ja gerade schon erwähnt. Und um dem noch einen draufzusetzen, die spätere Tamashii D-Arts War Crayon Collectors Action Figur hatte von Bandai einen vorgeschlagenen Verkaufspreis von auch nur ungefähr etwas 25 Euro. Ja. Und zumindest japanische Shops haben die Figuren dann auch sicherlich für so eine ungefähre Preisspanne verkauft. Also zieht eure eigene Fazit jetzt daraus. Was gut an Anime Heroes War Crayon ist, ist der saubere Druck der Augen aufgrund der neuesten technischen Möglichkeiten. So selbst bei den
Diehards Wargreymon etwas leicht schlechter aus, obwohl es bei Diehards Wargreymon auch schon sehr sauber war. Ja, also nicht zu viel loben. Nicht zu viel loben. Allerdings sollten die Augen auch etwas dunkelgrüner sein. Nicht zu hellgrün, das ist ein schlechter Farbton, wie ich finde. Ja, und auch wenn Anime Heroes auf der Vorlage des Reboot-Anime Wargreymon basiert, auch der hatte die normalen dunkleren grünen Augen, wie das alte Adventure Wargreymon. Falsches, zu helles und nicht akkurates Grün für Anime Heroes Wargreymons Augen. Sehr schade. Zum größten Teil ist es, wie gesagt, für die unterschiedlichen Details die matte Formfarbe des verwendeten Plastiks. Ich denke, das sieht man eindeutig. Wenn ihr mich fragt, wenn ich zwischen den bisher besten Wargreymon Actionfiguren wählen könnte, würde ich mich in Hinsicht der besten Farbgestaltung in erster Linie für Diehards Wargreymon Original Designers Edition entscheiden. Danach käme der erste Diehards und Diehards Wargreymon. Weil das, wie gesagt, die Tamashii-Farben sind. Ja. Also, wie gesagt, dann der Diehards und Diehards Wargreymon. Als die zweite Wahl. Dicht gefolgt von DigiWarrior Wargreymon. Tatsächlich unsere Version. Und Figurize Anime Design Wargreymon Model Kit. Von der Farbgestaltung her bleibt Anime Heroes Wargreymon für mich nur die letzte Wahl vor der alten 5 cm Action Feature Figur im Originalzustand, den er hier nicht hat. Aber ich denke, die Vergleiche, die sprechen einfach Bände. Ja. Noch etwas Positives zur Farbgestaltung gibt es aber auch noch für Anime Heroes Wargreymon. Anzumerken, sie ist überraschenderweise sehr sauber für seine heutzutage einfachere und preiswerte Actionfigur. Also die Farbgestaltung ist sauber ausgeführt. Ziemlich. War sie aber auch früher schon. Das muss man auch fairerweise mit erwähnen. Ja. War mein Punkt Action Ports. Es gibt aber keine. Er hat auch nicht die übliche Funktion, die Drummond Killers abzunehmen. Die Diehards-Figur konnte das hingegen bereits schon, auch wenn der Mold der Hände dadurch flach ist. Ja, also auch da kann die alte Actionfigur mehr punkten. Und wie gesagt, größere Actionfiguren hatten schon immer diese Funktion. Also das hier, ja, nicht zu machen, ist ziemlich schwach auch. Zum Ausgleich hat man dafür für Anime Heroes Wargreymon das erwähnte akkurate Design der Hände und Daumen in den Drummond Killers und eine gute Beweglichkeit. Das bringt uns auch gleich zum nächsten Punkt. Der wäre Beweglichkeit, Gelenke, Festigkeit der Gelenke, Ausbalancierung. Für so eine heutige neue Actionfigur natürlich mehr als der Diehards, mehr Gelenke. Aber der musste sich auch schon nicht verstecken. Überraschenderweise kann Anime Heroes Wargreymon hier bei diesem Punkt aber richtig Punkte sammeln und ist bei den Gelenken fast ähnlich gut wie Diehards Wargreymon. Muss man fairerweise zugeben, die Gelenke sind teilweise angemessen straff, teilweise aber auch sehr locker.
Doch, das, was ich am meisten bei der Review des anderen YouTubers seiner Anime Heroes Digimon überraschte und gleichzeitig der meisten beeindruckende Fakt an seinen Gelenken ist, dass Bandai für so eine heutige, einfache und preiswerte Actionfigur sogar Ratschengelenke für ihn berücksichtigt hat. Ich meine, das hatten noch keine der bisherigen Tamashii D-Arts, SH-Figure-Arts, Digimon, nicht mal der neue Figure-Arts Tugmon, und ist ein Riesenplus für Anime Heroes WarGreymon, denn somit kann er für diese erwähnten etwas lockeren Gelenke und diese dadurch also ausgleichen, und da kann das kompensieren, dass die Gelenke etwas locker sind durch die Ratschengelenke. Dadurch ist er fähig, die eingestellten Posen sehr gut zu halten und ist er besser gegenüber den lockeren Gelenken von D-Arts WarGreymon. Ja. Sein größtes Problem war. Aber er ist da nicht besser als Figuarts Bakura no Wargame. WarGreymon, der hat die besseren, strafferen Gelenke, auch wenn er keine Ratschen hat. Es funktioniert bei ihm auch so sehr gut. Ja. Aber Anime Heroes WarGreymon hat dadurch eine angemessene, gute Ausbalancierung, würde ich mal sagen. Ja. Das schauen wir uns jetzt mit der Vorführung der Gelenke genauer an. Irgendwie will meine Technik gerade wieder nicht mehr. So, Vorführung der Gelenke. Ja. Also der Kopf ist etwas drehbar, wird aber halt durch das Haar etwas eingeschränkt, aber ich muss sagen, da das ein bisschen weicheres, biegsames Plastik ist, kann man hier schon ein bisschen was bringen. Also drehen auf jeden Fall. Sieht auch so aus, als dass der Hals eine Art extra Gelenk hat, auch schnappt aber eher in die Position zurück. Ich weiß nicht, ob das offiziell ein Gelenk ist. Also dann wären es Kugelstifte für Kopf und Hals. Ja. Durch die etwas komische Konzipierung kann man aber wenigstens die, sieht ein bisschen einfach aus, billig, aber zumindest hat man hier Scharniere, dass man die Schulterpanzerung aus dem Weg bringen kann für Bewegungen. Und ihr habt hier diese Ratschen. Ich halte mal meine Klappe. Dadurch hält er wirklich die Pose. Erstaunlich, dass sie Ratschengelenke gemacht haben. Ihr seht selber, die ist ein bisschen ähnlich der Figuarts Gelenkaufbau. Einfacher wahrscheinlich. Ja, also wie gesagt, wir haben eine Kugel im Körper, Kugelstift, sind solche Bewegungen möglich. Dann hat man hier ein Scharnier mit der Ratsche am Bizeps drehbar. Ein sogar doppeltes Ellbogengelenk. Auch hier Ratsche wird das Ellbogengelenk, hält die Pose super. Komplett drehbar mit der Hand. Drummond Killer ist drehbar mit der greifenden Hand im Inneren. Wie gesagt, solche Bewegungen. Die Arme sind natürlich, die sind nicht 360 Grad drehbar, weil das durch diese einfache Konzipierung
mit der Schulterpanzerung gehindert ist, aber zumindest kann man solche Bewegungen rausbekommen. Ja. Für den Oberkörper haben wir einen Kugelstift. Das heißt, der ist drehbar, etwas kippbar. Ja, drehbar. Nach hinten beugbar, nach vorne etwas, nach hinten mehr. Wir haben die Seitenschürzen, Panzerungsteile sind an Scharnieren, um die für Bewegungen aus dem Weg zu bringen, genauso wie das Frontschild. Für die Beine haben wir diese Gelenke. Er kann die Beine ziemlich weit spreizen. Gleich einen Fuß verloren. Ja. So weit hochkicken. Nach hinten. Ich glaube, hier haben wir kein Scharnier. Nein, hier rastet nichts ein. Ja, wie gesagt, nach außen. Am Oberschenkel drehbar. Für die Knie haben wir wieder Ratschen. Und es sind auch wieder doppelte Kniegelenke. Sehr schön. Mit einer Kniescheibe detailliert, sieht es ordentlich aus. Nicht nur wie ein Gelenk für so eine einfache Actionfigur. Und für die Füße haben wir, wie ihr gesehen habt, sogar ein Scharnier. Und selbst das ist eine Ratsche, habe ich gerade festgestellt. Ja, also deshalb, das merkt man zwar nicht so. Ja, das macht halt die Füße drehbar, kippbar kaum. Wahrscheinlich habe ich es jetzt auch verdreht, sollte ja normalerweise auch kippbar sein. Ja, etwas. Ist ein bisschen gehindert durch die große Schienbeinpanzerung. Ja. Also, das, was er damit kann, es ist keine Tamashii-Figur. Ich denke, das reicht auf jeden Fall aus. So. Und die Flügelschilde sind auf Kugelstiften, wie ihr sehen könnt, beweglich einstellbar am Körper aus der Rüstung herausragen. Dort sind sie schon mal anwinkelbar und hier sind sie extra nochmal auf einer Kugel am Schild, am Flügelschild direkt drehbar, so dass man die ein bisschen einstellen und anwinkeln kann, wie man möchte. Der Pose etwas anpassen. Ja. Ich denke, das war's. Kommen wir zum Preis-Leistungs-Verhältnis. Fazit, Kaufempfehlung. Im Vergleich zur viel besseren Farbgestaltung, zur alten Dual-Action-Figur und auch teilweise unserer Digivara-Version. Und alles, was ich zum Thema dazu vorher erläutert habe und wir mal annehmen, dass die japanische Dual-Figur auch für etwas weniger und auch so ungefähr, das ist Digivara, das ist die Dual-Version, ja, wir nehmen mal an, die wurden auch damals für knapp 15 Euro umgerechnet in Japan verkauft. Stimmt für mich das Preis-Leistungs-Verhältnis in dieser Hinsicht für so eine neue
Actionfigur von Warcraemon nicht diesen Vergleich. Früher hat man einfach mehr für weniger Geld bekommen. Das ist meine Grundessenz daraus. Aus nur heutiger Sicht und der Beschaffenheit heutiger Actionfiguren und für das, was die Anime Heroes Warcraemon Figur ist, mögen die rund 20 Euro gerade so okay sein. Dafür kann er mit einem relativ guten angemessenen Sculpt und vielen Gelenken und guter Beweglichkeit mit sogar Ratschengelenken punkten. Mit der Farbgestaltung kann er es nicht. Das haben wir durchgekaut. Mit einer Tamashii-ähnlichen Custom-Lackierung könnte man mit Anime Heroes Warcraemon auf jeden Fall mehr rausholen. Im Normalzustand ist er nicht besonders gut. Vor allem dieser hässliche matte Plastik-Look im Allgemeinen für eigentlich Metalldetails ist und bleibt einfach nur schlecht und der größte Makel im Vergleich zu den alten Actionfiguren, die sogar Shading hatten. Wir hatten es alles zuvor detailliert durchgekaut, deshalb sind die anderen erwähnten Warcraemon-Figuren besser. Und wenn man mit den neuen, einfachen Anime-Heroes Warcraemon und Suvir ist nicht klarkommt, sollte man lieber versuchen, die anderen zu bekommen. Ja, natürlich wieder... Oh, meine Technik spinnt. Leute. Manchmal ist es wirklich zum Kotzen. Entschuldigt bitte. Ja, also unbeachtet dessen, was sie heute kosten, wenn man sie noch bekommen kann. eBay-Scalperspreise und so weiter und so fort. Das müsst ihr wieder selbst entscheiden. Also in dieser Hinsicht schon eine vorsichtige Kaufempfehlung für Anime Heroes Warcraemon. Das als einfachere, nicht so schlechte Alternative. Aber ich denke trotzdem, dass er ihr eher zur neueren Figurize-Standard Anime Design Warcraemon Model Kit Figur greifen solltet und diese gegebenenfalls customizen lasst, dann hättet ihr einen ziemlich perfekten Adventure Anime Warcraemon im Tamashii-Style auf heutigem Niveau vom Sculpt her. Beweglichkeit. Ja. Kommen wir zur Box von Anime Heroes Warcraemon. Es gibt ja noch mehr Anime Heroes Figuren. Der verschiedenen Franchises. Die haben alle ähnliche Boxen. Also das ist so ein einheitliches Boxdesign, wie man es von den früheren Digimon halt kennt. Man hat lediglich immer nur wenigstens das Bild geändert vom Charakter, der sich in der Box befindet. Bei Warcraemon hat man Warcraemon drauf. Bei den anderen die anderen. Logisch, ein besonderes Design ist es nicht. Das alte, unser altes Digimon-Logo erinnert wirklich sehr an unsere, an das Design der alten Boxen. Unsere alten Blister. Hier hat man nochmal ziemlich anime-mäßiges Bild. Auf der anderen Seite. Ja. Unterseite. Oberseite Anime Heroes. Ja, ich denke, es reicht zur Box. Das Video war lang genug. Auch so eine einfache neue Actionfigur von Warcraemon. Machen wir noch ein paar Vergleiche. Abermals die Real Warcraemon. Und Digi Warrior Warcraemon.
Action Feature Walkway, Mann. Dann hätte ich noch die Orts Walkway, Mann. Nochmal. Und die Orts Metallgaruchen, Mann. Das gleiche nochmal mit die Orts Walkway, Mann Original Designers Edition. Und die Orts. Nein, entschuldigt bitte. SH Figure Orts. Metallgaruchen, Mann. Original Designers Edition. SH Figure Orts. Walkraymon Bakura in a Wargame Version. Dann hätte ich auch noch die Orts Walkraymon. Na, Quatsch. Die Orts Omega Mon. Erste Omega Mon von Tamashii. Habe ich vergessen. Nicht durcheinander gekommen hier. Die neuere verwandelbare Figur Choshinga Tamashii Series Agumon Walkraymon. Ihr seht, von der Größe her, die waren ja ziemlich groß oder sind ziemlich groß. Kommen fast gleich. Damit ihr mal seht, wie ihr so scaled mit Tamashii Figuren und dieser neuen Serie von Figuren, der verwandelbaren Serie damals. Figure Orts Omega Mon Premium Color Edition. SH Figure Orts Imperial Dramon Fighter Mode. Um zu sehen, wie die zusammen aussehen, dann hätte ich auch noch den neuesten SH Figure Orts Dukemon Rebirth of Holy Knight. Figurize Standard Anime Design Magnum und Model Kit Figur. Und für die inoffizielle Fraktion wieder Digimazings KO Figure Orts, die Orts Magnum. Goldchrom-Version schwer zu erkennen. Und KO die Orts, Figure Orts, Alphorce Vitramon. Um immer wieder Anime Heroes Walkraymon vorzuwerfen, was er für eine schlechte Fortgestaltung hat. Ja. Damit sind wir durch mit der eigentlich viel kürzer geplanten Review über Bandai Anime Heroes Walkraymon. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude mit dieser detaillierten Review über ihn. Sollte das der Fall sein, dann lasst mir doch bitte ein Like und Abo da und ich hoffe, dass diese lange Review euch hilft, eure beste Walkraymon-Figur zu finden, falls ihr sie noch suchen solltet. Also danke fürs Ansehen und dann auf Wiederschauen und bis zum nächsten allgemeinen Video. Reingehauen, liebe Freunde!